Vor kurzem haben wir Ihnen diese beiden Rehe gezeigt, die aus dem Rhein gerettet werden mussten. Es weiß keiner so genau, wie die da hingekommen sind, aber es gibt zumindest einen naheliegenden Verdacht, denn es könnten Hunde gewesen sein, die die Rehe da ins Wasser getrieben haben. Das wäre auch nicht das erste Mal, dass Hunde zu einer echten Gefahr für Wildtiere würden. Hier ist es in diesem Fall zum Glück noch mal gut gegangen. Ein Reh schwimmt im Hafenbecken, mitten im Industriegebiet in Duisburg-Hockingen. Wäre es nicht rechtzeitig von Hafenarbeitern gerettet worden, es wäre wohl ertrunken. Genauso wie zwei weitere, die die Männer in letzter Minute aus dem Wasser ziehen konnten. Die waren schon richtig fertig. Wir hatten versucht, jetzt hier sie ein bisschen aufzupäppeln und hatten sie auch beruhigt. Die Kollegen haben sie gestreichelt. Dass ein Reh jetzt hier bei uns in der Gegend war, ist schon eine Seltenheit. Weil die halten sich meistens auf dem anderen Rheinufer auf, auf der anderen Rheinseite. Also nicht hier im Industriehafen, sondern drüben, wo es grüner ist. Die Rehe sind vermutlich aus einem angrenzenden Naturschutzgebiet in den Rhein getrieben worden. Wahrscheinlich von Hunden, glaubt der Förster. Das könnte erklären, warum die Tiere ihre sicheren Verstecke verlassen haben und hier tagsüber aufgetaucht sind. In diesem Bereich hat man große Probleme, oder macht die Jagdpächter große Probleme mit Hunden, weil das also eines der Gebiete ist in Duisburg, wo freies Land ist, wo die Hundebesitzer, auch wenn sie größere Hunde haben, egal jetzt welcher Rasse, natürlich ihre Hunde frei laufen lassen, weil sie da keiner sieht. Die Folge, wer sich nicht an den strengen Leinenzwang hält, riskiert, dass die Hunde die Rehe jagen und auch angreifen. Denn das Alttier kann dann auch, speziell wenn es zwei oder drei Hunde sind, verfolgt werden, gehetzt werden und dann eben auch zu Fall gebracht werden. Und das Kitz, das irgendwo abgelegt wird, wird ja dann nicht gefunden und muss dann jämmerlich zugrunde gehen. Deswegen heißt es gerade jetzt im Frühling in den Hundeschulen Aufklärung von Herrchen und Frauchen und intensives Verhaltenstraining für den Hund. Wenn er einmal Erfolgserlebnis hat und diesem Kaninchen oder dem Reh hinterherrennt, ist das Adrenalin, was ausgeschüttet wird, einfach so wahnsinnig für den Hund, dass er alles andere ausschaltet. Kurzum, man muss sein eigenes Tier und die Natur verstehen können, um sich in Wald und Flur richtig zu verhalten. Gerade jetzt in der Zeit, wo die Rehkitze überall herumliegen, bedeutet das für mich, meinen Hund einfach an die Leine zu nehmen in den Gebieten und ihn anderweitig auszulassen. Es gibt genug Flächen, wo es erlaubt ist, die Hunde laufen zu lassen. Dann muss es nicht in den tiefen Wäldern sein oder vielleicht auch einfach schon am Wegrand. Oft weiß man ja gar nicht, wo die stecken. Die Rehe im Hafenbecken, sie konnten gerettet werden. Für die Hundebesitzer ist klar, lieber einmal mehr die Leine anlegen, damit sich solche Szenen nicht wiederholen. Andrea Palzer ist bei mir Hundetrainerin. Wenn Hunde jetzt tatsächlich hinter Enten herjagen oder hinter Rehen oder auch Enten hochscheuchen, warum sind die dann eigentlich so überhaupt nicht mehr ansprechbar? Ja, man weiß inzwischen und unter Laborergebnissen, dass Hunde bei der Hatz im Grunde genommen die größte Hormonausschüttung und Glückshormonausschüttung haben. Das heißt, nicht das Erlegen, nicht das Fressen des Wild ist wichtig, sondern die Hatz ansonsten. Das ist also reiner Instinkt in dem Moment? Absolut. Es wird eine Kette in Gang gesetzt und da kommen wir als Mensch kaum noch dazwischen. Und ich kann mir vorstellen, Instinkte auszuschalten ist sehr, sehr schwer. Kann man das überhaupt abtrainieren? Ja, die Leute kommen zu mir und sagen, mach weg, kastrieren oder sonst was. Um Gottes Willen. Ist natürlich vollkommener Quatsch. Diesen Instinkt kann man nur umlenken. Also ich kann mit dem Hund trainieren, gemeinsam zum Beispiel auf die Jagd zu gehen. Das heißt natürlich nicht nach einer Ente, sondern nach einem Felldummy, nach einem Futterbeutel. Aber abstellen kann man es nicht. Wie sieht so ein Training dann konkret aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also das Wichtigste ist, dass der Hund einen sehr guten Rückruf hat. Das ist das A und O. Wenn er den nicht hat, gehört der Hund an die Leine. Und dann können solche Bilder auch gar nicht erst geschehen, wie wir sie gerade gesehen haben. Rückruf heißt, das heißt, wenn Sie rufen, dass der Hund dann auch wirklich kommt? Genau, man kann dazu auch eine Pfeife nehmen und die Pfeife mit einem besonderen Leckerchen konditionieren. Das bedeutet ein Pfiff und der Hund weiß, jetzt kommt das besondere Leckerchen. Und wenn der Hund das einmal verstanden hat, ist prima. Wenn er es noch nicht verstanden hat, kann ich aber mit der Leine einwirken und den Hund zu mir ziehen. Jetzt gibt es Pfeifen ja auch in allen möglichen Ausführungen. Gibt es da Empfehlungen oder sind die alle gleich irgendwo? Ja, ich würde auf keinen Fall eine Pfeife nehmen, die man selber nicht hört. Aber ansonsten ist es vollkommen egal. Sie können in Spielsachen wühlen Ihres Kindes. Da werden Sie sicherlich eine Trillerpfeife finden. Die tut's auch letztendlich. Kann nur sein, dass das dem Kind nicht gefällt, wenn die auf einmal weg ist. Haben Sie recht. Jetzt ist das ja von Rasse zu Rasse wahrscheinlich unterschiedlich, wie stark dieser Jagdtrieb ausgeprägt ist. Aber jetzt im Frühjahr sollten trotzdem wirklich alle Hundebesitzer aufpassen. Warum?
Ja, im Frühjahr haben wir es mit ganz, ganz vielen unerfahrenen Tieren draußen zu tun. Die Jungtiere wissen noch nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und wenn ein Hund, Jungtier aufgescheucht wird, haut es einfach ab. Und unsere Hunde sind allesamt Beutegreifer. Ob wir einen kleinen Chihuahua haben oder einen Schäferhund, es ist vollkommen egal. Wenn da was wegläuft, wollen wir hinterher. Gibt es eigentlich auch eine Behörde, die die Hundehalter bzw. die Hunde kontrolliert? Oder bei einem Waldspaziergang zum Beispiel? Beim Waldspaziergang kann man schon mal auf den Förster treffen. Der ist in der Regel sehr nett, aber auch sehr bestimmt, wenn der Hund stöbern geht. Und das ist auch zu Recht so. Also sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen, dass man seinen Hund für den Waldspaziergang wirklich entsprechend erzieht? Auf jeden Fall. Und zu Erziehung gehört immer eine Beziehung. Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Andrea Palzer, Hundetrainerin und heute hier bei uns im Studio. Und damit sind wir auch schon bei unseren Tipps.